So, bleiben denke ich mal auch CT. So, endlich auch die Restarts. Somit viel Spaß. Mousebots gegen Overrated Individuals. Künftig vielleicht nur noch Overrated genannt. Mal schauen, ob sie vielleicht noch Overrated sind. Haben ja in dem einen EMS Raid Call EMS Cup direkt im Auftaktmatch gegen irgendwelche Landsmänner verloren. Da war ich schon sehr enttäuscht irgendwie. Mal schauen, vielleicht haben sie ja sich direkt gesteigert oder vielleicht war das irgendwie ein Ausrutscher, wer weiß. So, Aphorox schon Kinderzimmer eingenommen, Sonic steckt da am Gang weiterhin ab. Nuki Troubly am B, scheinbar auch neu. Wurde mir vorhin gesagt, dass B nicht mehr Aphorox und Sonic stecken. Jetzt Nuki Troubly dort. Gleich der Contact im Haus. Setzen die Hits. So, kassieren aber den First Weg. Release immerhin richtig low. Nate saß nicht. Die Briten gerade am B schieben. Troubly da gerade nur allein. Ja, wobei, nee, Nuki ist da. Mit Gegenflash zückt sie. Doppel gegen Flash. Nate sitzt auch noch. Boah, die spielen richtig Gold. Troubly eingesetzt. Reload. Nochmal Flash von Nuki. Aber Troubly stirbt schon. Unterzahl. Trotzdem den HP. Gute Möglichkeit. Schöner Headshot von Nuki. Die Runde kann man auf jeden Fall machen. Oh, Bombe noch nicht gelegt. Hof stirbt. Und beide hinten im Spawn. Im Dark. Nice. Und der letzte auch bekannt. Komm schon. Der hat am meisten HP. Und er macht Headshots. Nein! Sonics! Was? Wie kann man die Runde abgeben? Oh Mann, bitter, bitter, bitter. Das war halt genau der, der viel HP hatte. Wahnsinn. Wundert sich. Oh, da wundert sich selbst Rattlesnake. Was will der denn hier mit Anti-Cheat? Als ob hier einer hackt. Ich weiß auch gar nicht, was für AC genommen wird. Ob hier ERC verwendet wird oder so. Keine Ahnung. Ah, hier scheint. No Sales in the Rooster. Oh, was ist hier denn für Flash? Was ist denn hier für ein Gechatte, ey? Du hast eine Rooster, no AC. Scheinbar. Keine Ahnung, was schon wieder los ist. Gibt's auf jeden Fall Dick Beef. Nuki scheint heute EPS auch gut umgeschossen zu haben. Haben wir vorhin kurz die Stats angeguckt, da hat er eine HS-Ratio von 70% oder sowas absurden. Hat auch 20-0x Stats oder so, also 20 für irgendwas Einstelliges an Toten. Also scheint gut drauf zu sein heute. Say Team please, sehr schön. Also hier nochmal der Chatverlauf. If you make a rule, we make one. Terrorists win. Your team, Apes. Pretty much an ape, aren't you? But I want your low FPS record. No rule requires RC. Was ist denn jetzt hier noch Pause oder was? Hey, was ist denn hier los? ...3-1 angeblich wahrscheinlich gegen Arsenal, oder? Ich
Klar, meine ich das ernst. Das scheint mir nicht nach einem Troll-Chat auszusehen. Und ich denke mal, es ist wirklich Pause. Achso, ja gut, klar. Ja, es muss Pause sein, warum auch immer. Achso, 3-1 für Bayern, jo. Ja, siehst du, da wird noch ein bisschen reingegrätscht. Naja, ich hoffe, ihr entschuldigt, dass ich jetzt einen Spot reinhaue. Robben guckt gleich aus dem Stream, ja. Natürlich. So, Push von Aprox leider nicht erfolgreich, aber immerhin Release Low gemacht. Kerrigan noch im Gang und der Rest ist B. Geschoben, zwei sogar geschoben. Bombe ist auch im Gang, also. Trouble jetzt gut ansagt und nicht stirbt. Weiter wird direkt am Schieben und jetzt kommt der Has Contact. Boah, perfekt. Perfektes Timing da. Schade. Ah, da hat Maus zu früh geschoben. Rattlesnakes, halt, der Kerrigan ist auch höher. Ja, stand da aber auch nicht gut gegen. Kerrigan kommt die AK. Boah, nice Head. Boah, die Nate. Nate? Boah, schade, sitzt nicht. Nix da weggeschoben. Oh, Release macht's mit dem Burst. Aber trotzdem knappe Runde. So, jetzt sehen wir das. Sonics war irgendwie abgekackt. Jetzt ist es wieder drauf. Hat hoffentlich sein Geld auch wiederbekommen. Und jetzt die erste Equipped Round. Kerrigan wieder mit Aave. Oh, schöne Nate-Banane da von Noki gegen Weber. Am Holzstapel dort. Ansonsten der Aufbau von Maus sehr defensiv, sehr verhalten. Lässt da die TS erstmal kommen. Die Bombe wird auch falsch, denke ich mal, gedroppt sein. Muss mich selbst erstmal umgewöhnen hier, dass sie alle anders stehen diesmal. Chabelier ist sonst meistens der Gangspieler. Kerrigan kommt da gut aus der Situation raus. Smokehouse, sehr schön. Loki am Schieben gewesen. Da spielt man quasi das, was man eben schon so halb gespielt hat. Wir wissen, dass Rippen die Kontrolle weg ist. Loki steht wieder auf Gegenflash. Smoke. Oh, Kerrigan wird da ausgemoved. B gibt's die Gegenflash. Kerrigan gestorben durch Rattlesnake. Loki muss da helfen. Aber Trouble auch souverän. Richtig stark gespielt am Spot. Sehr, sehr starke Einzelleistung. Oh, und die Bombe. Nein. Hol sie doch. Alter. Auf 3 HP runtergeschossen. Der hätte auch mal sterben dürfen. 2 und 2. Das müssen sie machen. Haben den dicken HP-Vorteil. PRB müssen sie nur wegsprayen. Oh, er wurde gesehen. So, Sonics nochmal bei Seitengang. Oh, nein, wie kann... Oh, Rattlesnake da im Gang. Oh, Kid wird jetzt erst gepickt. Oh, Headshot sitzt noch, aber die Bombe geht hoch.
Mann, wie bitter. Oh, warum Nuki den da nicht tötet? Ja, manchmal geht's aber auch einfach durch. Oder halt nicht rein, je nachdem, wie man es sehen will. 4-0, overrated. Dann die Ave war mal wieder. Ave war mal komplett nutzlos. Also man braucht Kerrigan nichts vorwerfen, war halt einfach die Ave komplett aus dem Spiel genommen. Einfach Anti. Konnte Kerrigan nichts machen. So, jetzt nochmal die ähnliche Aufstellung wie in der Pistol. So, Mitte Kontakt hoch. Kerrigan da am Häs. Oh, vielleicht kann Apoxa den Action-Spieler machen. Oh, genau in die falsche Richtung. Ah, Nuki macht da leider auch nur einen. So, jetzt 5-0 für die Briten. Hoffentlich. Ein bisschen aggressiver einfach, würde mich freuen. Ein bisschen mehr Kontrolle in der Mitte. Die Arme vielleicht doch mal anders einsetzen. Wenn du es genau nimmst, war Nuki auch mal ein Sechser. Sionel oder was auch immer. So, Banane gehen die Briten immer sehr, sehr schnell rein. Ich bin jetzt sogar ein Instant Go, Nuki moved da durch die Smoke. Auch oh, Ruine muss aufgepasst werden. War oh, Trouble smoked schön ab, gut kommuniziert da von Nuki. Einer noch im Hof. Schön aufgepasst. Oh, die Smoke blockt gut den Seitengang. Nice. Oh, Hof noch aufpassen. Oh, weiß Nuki das? Nein! City Nest. Da muss man wirklich genau ins Eck gucken. So, Kerrigan geschoben. Zum Glück bleibt er noch am A. Hat er auch die Bomben da nicht gesehen. Herbox da am Kogu. Steht da eigentlich ganz gut. Der B-Spieler will halt jetzt nur noch abfacken. Oh ne, er lenkt noch ein bisschen ab. Zeigt noch ein bisschen Präsenz. Aber sie stehen am A wirklich ganz souverän. Schön. Jetzt haust. Oh, zum Glück macht es doch nichts Sinn. Bombe ist dumm und down. Letztes Spiel ist auch bekannt. Das muss jetzt die erste Runde sein. Wie er sich versteckt in diesem Gammeleck. Aber trotzdem, gute Runde. Gut, diesmal ein B verteidigt. So, Kerrigan legt es auch wahrscheinlich mit besserem Spawn auch direkt bei Mitte an. Briten aber wieder relativ zügig Banane. Von PRB und Release im Haus. Ich mit do. Oh, schöner Schuss von Kerrigan. Endlich auch mal ein First Strike. So, zwei noch vor B, der Rest am A. Ich weiß immer nicht genau, wer die Bombe hat. Also hatte. Wo die dann immer liegt. Ah, mit unten, okay.
Also man hält sich natürlich immer die Option offen. Kerrigan ist auch Bibo zurückgezogen. Nuki steht da wieder, macht da quasi den Get-Right. So eine Flash von hinten, aber rückwärts raufgelaufen. Schöner Shot von Kerrigan. Was sage ich denn? Von Trouble, ey. So, ein Groß steht mal auch ganz gut. Die Mates schieben gerade B. Trouble hätte noch Gegenflashes. Wie schön durch die Smoke. Kann einen machen. Zweiten. Komm schon, hol dir den letzten. Trouble macht den auch. 2 zu 5. Souverän. Mit 5 Mann hier überlebt. Sehr schön. Jetzt rollt der Zug schon so langsam an. So, tatsächlich Eco bei den Briten. Lassen wir Release und Rattlesnake gemeinsam Döner. Okay, schieben jetzt nach. Keine Ahnung, was sie da noch schräg gemacht haben. Okay, wir gehen diesmal wieder defensiv. Nuki auch direkt da. Trubel war jetzt offensiv B. Chippt Nuki wieder. Auch noch so eine nette Standarddeckung mit Friedhof. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber Hess geht's durch. Plus Nuki. Oh, Kerrigan schießt überhin was um. Nuki, der muss da instant gestorben sein. So, sie wissen ungefähr, wo der letzte ist. Wo ist Nukis Leiche hier? Ah, da habe ich natürlich direkt Gesicht bekommen. Aber Kerrigan macht einen guten Job. Trifft heute mal wieder was mit Aave. So, diesmal auch gegen Aave bei Rattlesnake. So, vom Aufbau her ist es eigentlich immer der gleiche bei den Briten. Oh, schöne Nate. Diesmal wieder aggressiv im Kinderzimmer. Der Box schiebt jetzt wieder Treppen. Oh, kriegt leider Headshots. Oh, zum Glück hat Sonics nicht geschossen. Oh, wurde er gesehen? Ne, es war nur Pre-Fire, glaube ich. Oh, er kann es noch entscheiden. Och, krasser Schuss in der Mix. Aber Sonics hat zwei jetzt safe. Schön. Vielleicht den dritten sogar. Nein, nimm die Waffe in der Hand. Och Gott, mit Glück macht er ihn noch. Oh, das ist der Chip. Ist okay. 2-2. Bombe muss erst im Haus gepickt werden. Von dem X ist jetzt auf dem Spot. Kann angesagt werden. Weber bleibt im Haus. Sie wissen, wo einer ungefähr ist. Flash auf Spot. Oh, saß, glaube ich, nicht. Oh, da gab es auch nochmal eine Gegenflash von den Briten. Schön runtergespielt. Oh, trotzdem gute Runde von Sonics. Maus hat immerhin Geld. Er riskiert damit auch relativ wenig. Ah, diese Lexe. So wird B wieder angegangen. Bombe müsste wieder immer noch Mitte sein. Natürlich ein sehr effektives Spielziel. Schieben jetzt weg. Wissen genau, da sind zwei am B. Wissen wahrscheinlich auch wieder, dass Kerrigan Hass ist, sehr wahrscheinlich.
Jetzt gibt es wahrscheinlich gleich wieder so einen Mitte-Move. So, das kommt halt darauf an, wie Kerrigan da wegschiebt. Okay, ich schieb jetzt Hess zurück. Muki wäre wieder relativ zeitig da. Zum Schieben. Gegenfläche kommt. Abhox steht im Sand. Oh, beide fallen jetzt aber. Oh, gut, Kerrigan trifft da noch einen. Und jetzt Nuki. Oh, krasser Shot von Weber. Krass durch die Smoke gemoved. Aber warum Kerrigan da reinspringt, keine Ahnung. Oh, schön. Trubel klärt die Runde, holt sich jetzt noch die Arbe. Das reicht ja eh zeitmäßig locker. Interessantes Doppel. Zwei im großen Sand. Damit rechnet man jetzt hier natürlich nicht immer direkt. Also immerhin bleibt man hier dran. Und Overrated hat sogar gar nicht so viel Geld. Sparen auch. Weber da der Einzige mit einer Galil. So, bitte nicht dumm gegen die Eco sterben. Truppe hält da eine Gegenflash. Boah, die Flash kommt viel zu spät. Oh Gott. Oh, das war wirklich so ein Instant-Go. Ganz, ganz bitter. Oh, gut, Kerrigan hat, glaube ich, die Bombe gemacht, oder? Nee, ist bei Weber. Hat sie aber noch nicht gelegt. So, mit der Fläche zerplant. Fläche sitzen gut, aber Aprox schon auf Spot. Kann den Hofspieler machen und letzter Dark. Kriegt er leider nicht, aber ist auch nichts. Aus dem Hof. Oh, alles nochmal gut gegangen. Krasses Timing aber auch von dem Go. Anschlussrunde. Stellen wir auch mal um, Kerrigan. Seine Arbe im Haus. Allgemein ein sehr aggressiver Aufbau wieder. Aber er ist so semi-aggressiv. Aber doppelt an der Action. Kerrigan zieht da auch nur auf Durchspringen. Oder ist sich irgendwie nicht sicher? Steht auch so, dass er von der Kante, glaube ich, nicht gesehen wird. Boah, er wird weggeflasht. Boah, zum Glück pusht der T nicht ganz hinterher. Boah, glücklich. Wäre, glaube ich, sonst echt gestorben. So, Apox lenkt da kurz ab für Sonics. Guter Move. Nuki auch am... Boah, es gibt eine Mitte-Einnahme. Schade, es kommt ein bisschen zu früh. Boah, aber wieder der B-Contact. Trubel nur alleine. Nuki jetzt gerade am Schieben, das reicht aber nicht mehr. Boah, sie schleichen echt komplett drauf. Boah, das könnte fast noch reichen von... Boah, es sitzt noch. Boah, schade, er macht nur einen. Smoke liegt nicht gut. Boah, Piabi richtig low. Wenn man jetzt noch einen schnellen Frag kriegt. Schön, nach hinten gut aufgepasst. Und jetzt ist der Retick sogar noch möglich. Nuki braucht jetzt eine Flash. Weiß, dass dort einer ist. Hat leider jetzt keine mehr. Oh, dann sitzen die Headshots am Ende. Schade, Mann. Alles. Weiß nicht. Das haben sie jetzt schon so oft gemacht. Nehmen irgendwie Mitte ein oder spielen halt A kurz an. Und gehen dann am Ende B. Wurde jetzt eigentlich bis auf die Weber-Runde... Wurde, dachte ich, alles am B gewonnen.
So, Mäuse. Kaufen wir nochmal, was geht. Kerrigan hat nochmal Arve. Oh. Ferrari schon einer. Zum Glück zieht er nicht rum. Oh, jetzt rennt wieder einer mit der anderen. Oh, er verschießt. Oh, Rattlesnake macht's. Ich habe jetzt leider nicht drauf geachtet, ob er sich selber die Flash gibt. Auf jeden Fall kommt da mal einer von hinten. Er rennt dann rückwärts hoch und zieht der dran. Schöner Refact von Aprox in der Action. Somit 4 gegen 4. Rippenkontrolle jetzt bei Overrated. Nugi jetzt mit drüben. Aprox hat Hass und Sonix checkt gerade die Action. Ordinate. Ja, ein bisschen MX angehustet. Oh, es wird ein B-Split, so wie es gerade aussieht. Oder Fake-Bleiber nur. Nee, es scheint doch Action zu gehen jetzt. So, die Flash auf Spot. Sonic ist aber noch ganz gut. Das Problem ist, dass Aprox ihm nicht wirklich helfen kann. Also wichtig von Sonic jetzt. Boah, er ist so gut abgesmoked. Aprox stirbt. Overrated müssen eigentlich nochmal damit rechnen, dass einer aufs großen Sand ist. Schön von Nuki. Sonic ist immer noch mit Joker-Posi. Bombe wurde gelegt. Er sieht ihn nicht am Spot. Steht da hinter der Kiste. Boah, sie haben echt nochmal über Haus geschoben. Wie perfekt ist das denn? Boah, jetzt stirbt doch Nuki. Boah. Haus schön. Spot noch. Boah, Haus trotzdem aufpassen. Es sind noch zwei. Boah. Die Zeit reicht nicht. Er hat kein Kit. Boah, mit Kit wird das vielleicht sogar schaffen. Ach man, wie bitter. Ey, wie gut sie es einfach gemacht haben. Sie smoken dort. Weiß nicht, vielleicht hätte Sonic eher die Initiative ergreifen müssen. Ich meine, gut, es ist halt schwierig. Es war einfach richtig gut gespielt. Kann man nicht anders sagen. Dass sie dann vor allen Dingen auch nochmal über Haus schieben, war echt gut. 8-5. Jetzt aber Ego. Also Chance zum 9-6 besteht noch. Vielleicht in der letzten Runde nochmal was Aggressives. Diese Grants. Fliegen wir auch perfekt. Also es scheint hier ganz anderes overrated zu sein als gegen seine britische Team. So, mit den 6 Runden kann man sich fast sogar noch zufrieden geben. Auch wenn die ersten wirklich bitter liefen, die hätte man locker gewinnen können oder müssen sogar. So, jetzt ein richtig aggressiver Peak. Aprox pusht. Ah, Nuki am B schon Break gemacht. Man ist jetzt wirklich komplett aggressiv. Zack, damit hat Overrated Individuals auch Probleme. Schön das 5-on-3 rausgeholt. Jetzt behält man auch Kontrolle in der Banane. Hat leider keine Smoke mehr. Okay, man zieht sich komplett weg. So, Haus schon sehr weit von. Flash kommt. Aprox, Sonix. Boah, Aprox mit Problemen. Aber Weber letzter gegen 4. Das darf er nicht machen. Das darf er nicht machen. Boah, schöne Banks. Muss er doch endlich mal sterben. Mann, Mann, Mann. Also 6-9 die Halbzeit. So, mit Pistol direkt dann der Ausgleich. Und dann bitte einfach Runde um Runde holen und den Briten ins X geben. Pause.
den Chat, Mann. Ah, ich glaube, der Admin macht Werbung immer. Broadcaster, Hate, for Speckard. Was? So, es gibt mir nächste Zeit ein bisschen in die Comments zu schauen. Maus enttäuscht wird mal. Ja, am Anfang wurde wirklich mal gesagt, dass Nuki AWP spielt. Aber wurde wahrscheinlich kurz darauf geändert. Bitte oben noch die Teams switchen. Darauf habe ich keinen Einfluss. Alles eine Seite, eine Sache des Server-Admins. So, Abfahrt, zweite Hälfte. Maus T-Rampe. Defensiv. Ja, die bauen es doch auf. Das wird so eine abwartende Runde und dann am Ende B. So ein Weber komplett der von B. Auch interessant. Wird wahrscheinlich nur Zeit rausholen, falls es ein Go gibt. Und Hess quasi so eine SK. Jawohl. Nee, SK kann man ja nicht wirklich spielen. Schöne dicke Hits gegen Release schon. Aber Hess wird halt gut geblockt. So, Flash kommt. Oh nein, jetzt läuft man den nicht rein da, oder? Boah, stark von Release. Oh, ist er einfach weg. Release pusht auch Action vor. Oh, wird bestraft von Trouble. Nice, den Ausgleich geschaffen. Sogar ganz minimalen HP-Vorteil. Was? Ich würde gerade auf Trouble wieder gehen. Rattlesnake frackt ihn einfach. 22 Sekunden noch. Oh, die Zeit läuft ihn natürlich davon. Schön von Aprox. Action wäre offen. Nur Spot einer. Sonix wartet da natürlich auf die Ansage. Boah, das Eck ist so ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Boah, und Rattlesnake macht das. Eventuell sogar sein Ace macht er nicht. Sonix vereitelt, Aprox vereitelt und stirbt dann aber letztendlich gegen MX. Und die nächste Pistole geht an die Briten. Spielstand somit overall 10 zu 6. Schade, Mann. Oh, das Eck einfach so krass. Richtig starke Runde von Rattlesnake. Oh, gute Nate schon gegen Aprox. Also nicht gut weggekommen. Boah, schön. Ja, schade. Aber wir haben zwei gemacht. Bombe hatte man leider nicht gelegt. Aber vielleicht geht man doch Risiko ein. Das wäre fast sogar möglich. Jo, man kauft. Hat ja doch relativ viele Frags bekommen. Von daher geht die Entscheidung eigentlich ganz in Ordnung. Ein bisschen Equipment hat man auch. Leider keine Smoke. Nate ist schon gut gefressen von Aprox.
schön. Da wird noch gefaked, als ob man Glocks hätte. Auch die Decoy lag, glaube ich, da auch mit Fake. Oh, jetzt der Flick. Sitzt leider nicht. Ach, schade, Mann. Das hat man bei Overrated besser gesehen, wie sie da, was sie da mal für Flashes geworfen haben. Und auch bei Faculty ist das krass. Da kommt immer auch noch mal eine zweite Flash von hinten. Für Asmo. Oh, schön. Oh, bitte aber gut abgeflasht von Rattlesnake. Release blockt. Hat er nur eine Glocke oder was? Krass. Oh, vielleicht sogar die Chance. Haus gesehen. Oh, er stirbt. In Action muss er auch sterben. Haus muss rausziehen. Sauber. Jetzt noch Weber MX. Oh, MX direkt Head. Aber das sollte nicht so schlimm sein. Er versucht es direkt zu entscheiden. Kriegt Head von Kerrigan und Weber. Ah, okay, ja, das ist sowieso nur Bison. Safen wäre sowieso unnütz. Würde noch versuchen, so viel wie möglich zu reißen. Ah, es beamt sich die AK ran. Und die zu safen macht schon wesentlich mehr Sinn. Aber schön, direkt die erste Equip an die Mäuse. Siebte Runde. Kerrigan überlebt das auch im Sandkasten. Hatte da auch genügend HP. Was geht oder was? Krass. Ja. Not bad. Rattlesnake auch mit Arm am Contact. Oh, da läuft gleich T rein. Und gemacht von Release. Troubly war das, wollte auf den Döner. Oh, natürlich auch. Oh, zum Glück schieben sie Death. Ich glaube, Nuki wäre da sonst in seinen Tod gerannt. Banane hat man jetzt mal Kontrolle. Overrated steht noch zu zweit am B. Maus schiebt komplett Banane. Haben noch ein paar Flashes, keine Smoke. Doch, ach, dieses Tricks, dass nur drei Granaten angezeigt werden. Ich glaube, die Seite wird abgesmoked. Schöne Flash. Oh, gute Flashes. Oh, wie gold der Mix da ist. Sehr schön, auch nochmal nachgeflasht. Sehr, sehr wichtig. So, Weber muss man jetzt noch ausschalten. Alles einfach abchecken, alles abdecken. Man muss sich früher oder später zeigen. Schade, Space nicht. Keine Smoke liegt. Boah, sie wissen anscheinend auch, dass einer am Baum ist. Oder? Nee, wird scheinbar nur vermutet. Und Apox sieht raus. Nice! Starke Runde von Schnapper. Boah, Reedy ist hinter dir. Apox. Boah, die Bombe hat Kerrigan. Er kann's machen. Hat er aber. Er hat AK. Linksseitgang. Boah, weiß es jetzt zum Glück. Noch Flash, Decoy. Ach man, der Gegner kann sich auch bewegen. Oh, jetzt schafft er es sogar ohne Kit. Oh man, ey. Wieder eine fast gewonnene Runde. So 12 zu 7. Maus hat gekauft. Den Nate Mitte, Kerrigan mit Ave. Zu viert Banane unten. So, Apox Sonics. Also das hat man beibehalten. Den Terroraufbau hat er nur die CT-Seite verändert. So, Troubly da jetzt schon eingenommen. Nuki schiebt wieder nach mit Bombe. So, ein bisschen Präsenz gezeigt. Und jetzt wird man mit Troubly wahrscheinlich gleich so einen kleinen Go spielen. Ne, man spielt es echt mal als Fake. Sehr schön.
So, jetzt der schnelle Go. Trouble wird dann gleich über Haus. Kerrigan schimmelt da am B ab. Oh, nochmal nachgesmoked. Action. Oh, schön. Trouble gewinnt das Duell. Schön nochmal Action weggeflecht. Oh, das ist ein Doppelfake. Oh, und Weber bleibt. Weber bleibt. Jetzt nochmal die geilen Flashes vielleicht. Ah, da kommt keine. Oh, er kann durchhalten. Macht ein. Jetzt blind. 3 on 2. Kann man machen. Smoke liegt leider nicht. Oh, Sonics kommt aufs Board. Schön. Jetzt einfach nicht zeigen. Ah, oh, Kerrigan schadet, dass er dann am Seitengang mit Aave ist. So, Zetis wissen gerade nicht, wo die Gegner sind. TS geben nicht unnötig Infos preis. Oh, dieser Rattlesnake. Dieser Rattlesnake. Warum zieht. Oh, Trubel. Defused nicht, er defused nicht. Jetzt undefused. So, jetzt geht er weg. Oh. Schön, Mann. Gute Runde von Travelay. Eigentlich quasi eine 3K-Runde, auch wenn er den letztens nicht gemacht hat. Aber er hat das Gedankenduell gewonnen. So, 8. Runde für die Mäuse. Also muss doch endlich mal in der Eco bei rumkommen. Ah, Rattlesnake hat die Aave gesaved. Natürlich gute Entscheidung. Wenn man jetzt nicht dumm gegen die stirbt. Ah, er legt natürlich direkt an. Oh, kriegt doch den First. So, schiebt auch Instant B. Also sehr viel Rotation drin bei den Briten. Oh, hat Trouble ihn vielleicht gesehen? Ja, nice. Schön da hochgesprungen. Vielleicht auch aufs Radar geachtet, ob da ein roter Punkt erscheint. Wo die Pistole gesteckt hat. So, Mitte Kontakt. Rattlesnake macht alleine B. Also gute Entscheidung, jetzt Mitte hochzugehen. Aber Doppel Max 7. Wobei der Spieler aus dem großen Sand. Ah, wobei sie kommen. Jetzt kommt es auf die Flashes an. Luki flasht Has ab. Jetzt der Go. So, jetzt Sand geflasht. Da fehlt aber irgendwie noch eine bessere. Oh, unter dir. Macht einen. Oh, er macht sogar zwei. Two on two. Jetzt bitte nicht gegen Rattlesnake sterben. Warum wird Standard gelegt? Nochmal nachgesmoked. Boah, wie riskant das war. Sonics kommt großen Sand. Gut gemacht. Auch wenn es sehr riskant war. Aber wichtigste Pose überhaupt eingenommen. Bombe liegt auch. Nein, liegt nicht ganz Standard. Oh, schönes Timing. Und jetzt hat der Mixer keine Chance mehr. Gegen das Kreuzfeuer von Maus. Und er geht auch stiften. Kann sich noch eine AK holen. Ja. Aber trotzdem. 9. Runde. Spielstand 12 zu 9, trotzdem noch die Führung für Overrated Individuals. Augen zu und durch, ja, guter Comment. So, das ist aber vielleicht meine richtige Eco hier. B2A. Bombe T-Schräge gedroppt. Oh, endlich. Gut, dass man da auch endlich das Auto checkt. Ich glaube, man hat da auch schon dazugelernt, dass man da nicht so halbherzig hingucken darf, sondern wirklich genau hingucken muss. So, wieder. Banane ein bisschen eingenommen. Apox wird jetzt auf 3 treffen. Boah, hat kein gutes Timing. Kommt aber weg. Kann da ansagen, dass er mindestens 2 gepusht haben. So, Contact über Has. Boah, wenn man jetzt so ein bisschen. Oh, man hat leider nur noch 30 Sekunden. Das Problem ist, man kann sie jetzt nicht mehr reinlaufen lassen. Boah, kassiert den ersten. Richtig von Apox. Oh, stirbt jetzt gegen Hess. Sonics.
Chablis, man holt die Bombe, 20 Sekunden noch. Mitte unten, Haus oben, gute Posis bei Overrated. Oh, sie wollen instant Bombe legen. Kann man da überhaupt legen? ETF, oh, das dauert richtig lang. 7 Sekunden noch, 6, 5, Headshots, 4, tot. Runde vorbei. Oh Mann. Aber warum geht man Has? Ich meine, wenn man weiß, dass die Waffe klein ist. Sie nicht Banane hinterher pushen. Das ist doch klar, dass die Waffe irgendwann mal Has kommt. Wobei es wäre ja kein Problem gewesen, wenn man noch genügend Zeit gehabt hätte, um dem ganzen CT-Rudel da aus dem Weg zu gehen. War ja aber leider nicht. War nur noch ungefähr 35 Sekunden oder so. So, auch Apox wird da mit einer Flashmitte hochgeschickt. Und Snake bratzt sich dort zwei kaputt. Nix, finde ich da die Runde so gut wie. So, 14 zu 9. Letzte Chance für Maus hier zurück ins Spiel zu kommen. So, der Aufbau auf jeden Fall ähnlich. Gute Timing HE von Release. Sonix Apox wieder am B. Oh, diesmal am Contacten sogar. Ich bin da auch so ein Instant Go. Könnte aufgehen. Pose bekannt. Nicht richtig blind. Oh, nochmal eine Flash von hinten. Boah, zum Glück macht er ihn. Schöner Move, schöne Flash von Apox. B somit eingenommen. Kerrigan pickt die Bombe. So, er schiebt nach. Nuki auch am Schieben. Trouble hält da noch auf, dass sie nicht von hinten kommen. Aber einer da ist so links am Seitengang. Ich weiß nicht, ob sie damit rechnet. Nee, ist ja gefunden am Dark. Oh, was ist das für eine Ekelposi? Und er läuft einfach Pre-Fire auf die Bombe. Wird immerhin gerefragt. Überzahl noch. HP-mäßig nicht wirklich gut ausgestattet. Bombe immer noch nicht gelegt. Jetzt PRB nochmal mit einem. Oh, die Bombe muss mal gepickt werden. Wo ist die denn? Jetzt gepickt. Sonix. Seitengang gut geblockt von Trouble. Ach, schön. Ach, schön, Mann. Im letzten auch noch. Boah, aber alle low. Alle low. So, spielen es gut. Defensiv runter. Gerne. Schön kurz abgelenkt. Na also, geht doch. Mann, mit einem schnellen Move am B. Gut gemacht, gutes Teamplay von Apox und Sonix. Verdiente Runde für Maus. Somit jetzt auch zweistellig. 14 zu 10. Wird beibehalten. Rattlesnake. Hier okay, spottet falsche Mitte rein. Diesmal zieht es sich zügiger zurück. Oh, Rattlesnake baut gerade um. Tauscht wahrscheinlich mit MX. Apox wieder. Trouble wieder über Döner. Sein Move gespielt. Vielleicht wird es wieder dieser Fake. Oh, leider stirbt Apox da gegen Rattlesnake. So, go jetzt über Hess. Oh, jetzt liegt wenigstens mal da eine Smoke. Das könnte vielleicht sogar aufgehen. Oh, da wird zweit geblockt. Noch eine Smoke. Schön von Nuki. Kerrigan ist durch. Gute Gegenflash und Trouble. Perfektes Timing oben am Haus. Nice. Richtig gutes Timing. So wird's gespielt. Den Spot komplett in die Zange genommen. Boah, ein Rattlesnake saved. Weber auch. Schön. Also geht doch.
11. Runde. Überlebt auch mit 3 Mann. Wie sieht's bei den anderen aus? Ja, nicht so rosig mit Geld. Gut, Sonix kann selbst kaufen. Und Aprox kann Noki legen, von daher passt das alles noch. So, beide werden aber ihre Waffen auf jeden Fall behalten bei den CTs. Und da sieht es geldmäßig aber nicht so gut aus. Aber Overrated haben vorhin auch so eine komische Halbspar-Buy-Round gespielt. Was in Go ja zweifelsohne möglich ist. Mit den ganz akzeptablen Shotguns. Da Max 7 und sowas. Die man jetzt hier umsonst gekauft hat. So, Rattlesnake wieder mit dem Peak Mitte. Boah, kriegt den gegen Kerrigan. Ah, der Junge. Macht echt einen super Job hier für sein Team. Oh, Apoxonix wieder. Luki schiebt diesmal direkt nach. Macht Trouble schon enorm weit von. Ist aber halt komplett auf sich allein gestellt. Und Release. Nette Posi zeigt sich. Oh, er ist gerade runtergefallen. Ich weiß nicht, ob er das gehört hat. Müsste er eigentlich. So, man wartet dann noch am B. Oh, vielleicht ein B-Fake. Würde mir fast am besten gefallen. Wobei, die Zeit läuft dann halt wieder davon. Ja, perfekt. Oder? Oh, jetzt. Oh, komm, du musst den Fake. Richtig gut gespielt. Den zweiten vielleicht auch noch. Nice. Sauber gemacht. Oh, und jetzt nicht gegen Rattlesnake sterben. Schöne Flash. Oh, super Flash. Oh, die Bombe. Ist die Bombe durch? Ja, die Bombe ist durch. Gut. Sonix kommt auch bei Haus. 3 und 3. Okay. Was? Gibt der dann da durch Smoke? So, Sonix aber noch im Haus. Oh, jetzt bitte nicht gegen die Arme sterben. Oh, was dieser Typ mit Arme macht. Oh, komm schon. Bombe wird jetzt erst defused. Er verschießt, Rattlesnake verschießt. Rattlesnake trifft. Meine Herren. Och, das war doch so geil gemacht am Anfang. Und dann verschenkt man wieder die Runde. Oh, das ist doch bitter. Das ist doch so bitter. Draw schon mal sicher für die Briten. 15 zu 11. Scheinbar ähnliche Runde. Dieses Doppeldamehaus. Oh, wieder dieser B-Move. Oh, schön. Na, geht wieder auf. Sauber. MX noch Seitengang. Oh, der müsste doch da eigentlich gesehen werden am Schlitz. Kann einsetzen, der Refrag. Muss doch mal sitzen. Aber Nuki war da, glaube ich, selbst blind. Ich habe hier nochmal Flash für Sonix von hinten. Oh, die Smoke. Links. Links. Oh, wie sie sich ausmoven. Und da läuft die mit Messer rein. Trubel gegen 2. Kommt er an die Bombe. Netter Lag. Gleitet sich da an die Bombe. Oh, wird er gepusht, wird er gepusht. PRB instant gegen Flash. Nate sitzt auch. Oh, er wird schon vor Seitengang und das sitzt der Headshot nicht. Beide, ah, haben Kit. GG, Kratz an die Briten, die das Spiel mit 16-11 beenden können. Schade, Mann. Also wirklich, wenn man die Anfangs-City-Runden holt, dann hat man vielleicht selbst das 9-6. Und jetzt hier als T hat man ja ganz gut vernünftige Runden gespielt. So war es ja nicht. Schöne Fakes, richtig gutes Timing im White Trouble. Das war jetzt gar nicht so ein schlechtes Spiel. Wie gesagt, die Anfangs-CD-Runden haben ihn halt wahrscheinlich das Genick gebrochen. Und natürlich, dass man keine Pistol geholt hat. Ja, von daher, ohne Pistol 11 Runden, ja,
Mit einer hat man halt so 12, 13, 14 vielleicht. Hätte nicht sollen sein. Schlechter Auftakt für Maus, also punktemäßig. Aber ist ja ihr erstes Spiel gewesen, da ist auf jeden Fall noch einiges drin. Ein bisschen Kanonenfutter ist auch in der Liga, von daher alles nicht alles halb so wild. So, danke noch fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen Abend wahrscheinlich wieder. Da gibt es wieder Go Action on Nonstop.